Peace von Wasser, ich komme aus dem White Rabbit in Aachen. Unser Kollege ist am Samstag in Utrecht, hat den 19. Platz belegt. Wer bist du, was hast du gespielt? Mein Name ist Kevin und ich habe Enel gespielt. Ich war, glaube ich, jetzt der zweithöchste Enel, einer war Topcut und danach kam ich. Ganz knapp nicht gereicht. Ich weiß das manchmal. Genau. Ja, im Endeffekt, warum habe ich gespielt? Ist eigentlich ein relativ konstantes Deck, dadurch, dass man quasi durch Leader Ability so ein bisschen sein Deck cyclen kann. Und dadurch, dass man relativ langsam spielt, hat man auch relativ viele Züge, um in das reinzuziehen, was man braucht. Das ist trotzdem relativ körperabhängig. Das heißt, du musst schon on curve irgendwie so irgendwas ausspielen, was dementsprechend die Zahl hat. Das heißt, auf 5 Don musst du irgendwie 4 oder 5 Don Charakter ausspielen, ansonsten wird es schwer. Manchmal kannst du auch noch für quasi irgendwie 8 swingen und dann noch eine Shiraoshi ausspielen, je nach Matchup. Aber genau, und ich dachte mir, das Deck habe ich schon seit OP06 die ganze Zeit gespielt. Fand das gut und in OP07 hat das nochmal einen Buff bekommen. Dann dachte ich, ich will mich nicht umändern, ich spiele das noch weiter. Ja, hat ganz gut funktioniert. Okay. Zu den Matchups kommen wir dann gleich. Ja, okay. Kommen wir gleich. Genau. Was habe ich gemacht? Erstmal 2K-Counter. 4x Flampe ist extrem wichtig im Mirror. Ist unglaublich wichtig, wenn quasi du gegen ein Deck spielst, was dich irgendwie starten will. Das heißt, manche Bonnie-Spieler greifen dich nicht an, manche Lucha-Spieler lassen es auch sein. Und wenn du Flampe ausspielst, du merkst das, du spielst Flampe aus und dann fangen sie an, dich anzugreifen. Das heißt, du replace die sowieso, cycles quasi ein bisschen durch deine Hand. Und meistens deren Gameplan auch. Genau. Und lässt die quasi genauso spielen, dass, wie du es haben willst. Dann 4 Beige. Ja. Also Beige halt, ne? Also das Trigger ist halt insane. Dann habe ich 4 Frankie gespielt. Das waren quasi auch meine 2Ks insgesamt. Warum Frankie? Cycelt halt wieder durch, wenn er in deinem letzten oder vorletzten Leben ist. Du kriegst einen Buddy aufs Feld, was manchmal insane ist, wenn er quasi auf den Trigger kommt und manchmal kannst du mit Lethal gehen. Du kannst damit einen One-K-Counter aus der Hand einfach holen und die müssen dann auch noch in den reinlaufen. Das heißt, er ist immer quasi ein +2, also wenn nicht sogar ein +3, je nachdem wie man sieht. Deswegen einfach insane Karte. Genau, dann habe ich 3 Nami gespielt für Mirror und Trigger Removal. Generell, ich habe das Deck so gespielt, dass ich nicht auf Trigger gezählt habe, außer es hätte sein müssen im Last Turn oder so, wo man dann einfach ein bisschen darauf hoffen muss, bei irgendwie noch 2 Leben, dass einer davon Trigger ist, egal was. Deswegen ganz nice da, im Lore Matchup insane, im Luchi Matchup insane, solange sie kein Sabo ausgespielt haben natürlich. Aber meistens fürs Mirror, dass du ihn quasi in deinem 4-Down-Turn für 2 ausspielst, für 7 angreifst und dem quasi eine Karte nimmst. Und auf Dauer ist dieses -1 relativ relevant. Und manchmal, ich habe damit irgendwie zweimal eine Yamato gehittet, das ist halt auch insane, Mirror. Genau. Dann 3 Shiras. Die Karte war wirklich insane. Ich wusste nicht, ob ich sie überhaupt spielen soll und dann mit welcher Ratio. Zuerst habe ich mit 2 gespielt, dann mit 4 und dann bin ich auf 3 gegangen, weil, wie gesagt, man cycelt relativ viel. Du willst halt eine sehen in den meisten Matchups, gegen Law jetzt nicht unbedingt, aber gegen Luchi, was ein sehr schweres Matchup ist. Und den Mirror willst du dir auch auf jeden Fall sehen, weil der muss die removen und die gibt dir immer ein +1. Die Karte ist wirklich insane. Vielleicht kann man die auf 4 bumpen, aber ich bin mit 3 super zufrieden. Liegt aber daran, dass ich noch eine andere Karte spiele. Und zwar die andere Shira. Das erklärt auch so ein bisschen die Ratios hierbei. Man kann, also manche haben die gecuttet, genauso wie der Top-Enel, der hat die auch nicht gespielt. Der hat lieber mehr von den Karten gespielt, die er quasi on curve sehen will. Aber ich fand die halt so insane, um entweder im Late-Game in deine Counter reinzuziehen, was dann halt da wichtiger ist als deine Big Buddies, sobald du die halt schon auf dem Feld hast, oder Early-Game in deine Big Buddies zu ziehen. Und das meistens wollen die das trotzdem removen, weil du im Notfall immer noch mit Kata nochmal eine reinlegen kannst und dann wollen die nicht angreifen. Und das macht einfach das Leben schwer. So. Genau, dann 5 Costs, habe ich 2 Sabos, 4 Gedatsus gespielt. Gedatsu ist Standard, braucht man in Slow-Matchup, ist eine insane Karte, auch in Toluchi ist die relativ gut, wenn du halt First gehst, was die meistens machen wollen, dann spielen den 4-Cost-Character aus, du poppst den immer, weil du kannst nur einmal angreifen bis dato. Und Sabo ist halt da, um die ganzen 5-Costs zu killen, die du noch nicht killen kannst. Das heißt, meistens kannst du in dem Zug, wo du den ausspielst, so oder so ein Leben trashen, solange du den mit Flampe nicht eins genommen hast. Und dann kannst du, gegen Law kannst du den Kid trashen, gegen Luchi kannst du im Turn danach den Sabo trashen. Es gibt relativ viele 5-Costs, die du trashen willst. Du kannst im Bonnie-Matchup den Cavendish trashen. Und das sind so 3 Karten, die halt das Game theoretisch komplett shiften können. Und deswegen ist
das Live nicht so wichtig wie der und der ist wirklich insane. Man könnte ihn sogar bumpen. Mhm. Genau, ich habe nicht den Ruffy gespielt, weil ich mir gedacht habe, Vorkost kann man sogar so oft genug removen und ich habe es oft nicht gemocht, den einfach auszuspielen, zu trashen, was zu killen und dann eine Karte zu ziehen. Das war, irgendwie hat sich das nicht richtig angefühlt und ich habe ihn auch überhaupt nicht vermisst. Also, okay. Dann kommen wir zu den High Costs. Ich habe Enel auf dem Slot gespielt, weil der halt into Lucci insane ist und Lucci fand ich war das schwerste Matchup, was ich hatte. Nach Nami natürlich. Mhm. Und da ist er halt insane rein, weil die den Einzug normalerweise nicht removen können und der macht halt zu viel Pressure und du gewinnst gegen Lucci, indem du quasi dauerhaft zwei Buddies an Bord hast, die nur einen clearen und einer die ganze Zeit bleibt und das schaffst du mit ihnen halt sehr, sehr gut und deswegen ist der into Lucci Gamebreaker. Dann der Standard-Liner, 4 Cutters, 4 Yamatos und 4 Ace. Cutter in jedem Matchup fast wichtig, extrem richtig into Black Yellow Luffy, nicht ganz so wichtig im Lore-Matchup, aber selbst da kann man dem fünftes Leben reinlegen und dann quasi mit Yamato alles killen, auch wenn du auf Null bist. Yamato, wichtigste Karte im Lore-Matchup und Ace into alles insane, die ist wirklich broken, die Karte. Genau, und dann mein Event-Lineup war 4-3. Du willst die Karte meistens in deinem grünen Matchup sehen, im Mirror willst du die sehen und seltenst auch gegen Lucci, aber meistens ist dein, oder mein Gameplan mit Lucci ist halt die zu rushen und da macht die halt nicht das, was sie soll. Aber ich habe es schon ab und zu gemacht, dass ich quasi damit einen Blocker gekillt habe und damit den herzlichen 4 Don irgendwie 3 unter Leader, 1 unter Edel und dann quasi finishen konnte. Genau deswegen war die Ratio voll fein. Mit den Chirahoshis kommst du halt in die Dreier-Ratios relativ gut. Genau, deswegen habe ich ganz viele Dreier gespielt. Ja, super zufrieden. Das Deck war insane. Matchups mäßig. Ich habe 4 Mirrors gespielt, habe die alle gewonnen. Im Mirror ist es sehr wichtig, dieses Poke-Game zu machen. 5 mit Leader, gucken, ob der es nimmt oder nicht. Discard 1K-Counter, dann spielst du Big Bodies. Wenn er es nimmt, mit deinen Bodies reinrennen. Genau, dann habe ich glaube 2 Luchis gespielt, einen gewonnen, einen verloren. Den einen habe ich verloren, weil ich nur einen Enel gesehen habe, sonst gar keine Big Buddies, trotz 2x Shira. Also das war einfach wild, dass ich einfach gar keinen davon gesehen habe, null. Und dann habe ich mit einem 1K-Counter verloren. Dann habe ich 2 Laws gespielt. Genau, 2 Laws habe ich gespielt. Da habe ich beide gewonnen. Starvesteel und das, da habe ich gute Curve getroffen. Dann habe ich einen Black Yellow Luffy gespielt, gegen den habe ich gewonnen. Das war aber extrem knapp. Ich habe ein Misplay gemacht und weil er das nicht gemerkt hat, hat er quasi ja, nicht ins Misplay reingespielt, sodass er das quasi das Game rumreißen konnte. Das war ein bisschen unglücklich. Hätte ich es richtig rumgespielt, hätte ich sowieso gewonnen. Aber zum Glück hat er es nicht gemerkt und dann, genau, das war aber die letzte Runde, das war echt knapp. Und dann einmal gegen Nami, da habe ich leider ganz knapp verloren. Nami ist dein schwerstes Matchup, weil du einfach zu lange brauchst, um deine Big Buddies zu machen. Du swingst halt erst groß und danach establishst du deine Big Buddies und rennst dann mit 10, 10, 10, 9, 9 oder sowas da rein die ganze Zeit. Und ja, ich meine, er wusste, dass das im Leben ist, aber er hatte quasi noch 5 Karten im Deck und keine Don offen, eine Handkarte, welche kein Counter war. Und ich hatte noch 4 Angriffe, A 9, 9, 9 und 10. Oder 8, 9, 9, 10 so. Und habe halt geswungen und seine 3 letzten Leben waren alles Draw-2-Trigger. Und dann habe ich halt gegen Nami verloren. Deswegen 7-2, ganz knapp gebabbelt. Aber insane Deck. Okay, cool. Dann irgendwelche Shoutouts? Ja, G61 auf jeden Fall natürlich. Ne? Aachen, beste Locals. Nee, an sich, genau, alle Leute hier, die mit mir testen, die spielen, die mir generell Tipps geben. Viele, wir helfen uns halt gegenseitig quasi mit den Schwächen des Decks. Das heißt, auch wenn wir das Deck selber nicht spielen, kann man so ein bisschen sagen, was immer relativ nervt und das hat gut geholfen. Ja, ich denke, das war's. Cool. Darf ich schon einen Shoutout machen? Klar. Kann ich die Deckbox kurz haben? Ja, natürlich. Ey. Shoutout an Sleepshi, falls ihr diese Deckboxen oder diese Matten nice findet, checkt das auf ab, Link in der Beschreibung. Rabattcode G61 für 5% Rabatt. Und ja, ey, ich war halt dabei. Echt schade, dass du gebabbelt bist oder halt nicht den Top-Up geschafft hast. Passiert, aber hoffen wir halt für das Bessere nächstes Mal. Irgendwann kommt dann, ja, safe, safe. Trotzdem danke, war auf jeden Fall eine geile Reise und ja, mach's gut, ciao. Ciao, ciao.